Vielen Dank für euer ganzes Feedback zu meinem Treffen mit Elon Musk. Hat mich wirklich bewegt und einfach auch schön zu spüren, dass ihr euch freut. Also vielen Dank dafür. Ja, es war ein absolut persönliches Highlight. Ich lebe dafür, Technologie voranzubringen und herausragende Gründer heutzutage zu unterstützen in unserem Freigeist-Portfolio. Und dann den, es ist ein bisschen Fanboy, aber dann den Großmeister ist es einfach für mich, persönlich zu treffen und ihm auch drei, vier direkte Fragen zu stellen und auch einfach mal zu erleben, wie er, wenn er quasi nicht mit Kameras, sondern persönlich auch nach dem vielleicht zweiten oder dritten Glas Rotwein, also hat sich überhaupt nicht betrunken, aber einfach in einer ruhigeren Atmosphäre, nochmal zu erleben, wie er denkt, wie er auf Fragen eingeht. Das war einfach wirklich eindrucksvoll und das ist ja auch eine meiner schönsten Dinge meines Jobs, dass ich von so vielen herausragenden Menschen lernen kann. Auch von der Höhle der Löwen zum Beispiel. Das waren ja immer wieder auch da Löwen dabei. Damals war ich ja auch noch nicht ganz so erfahren, wo ich wirklich dann viel lernen konnte. Egal, wie der eine sein Büro managt, wie der andere Kommunikation macht, wie der andere seinen Tagesablauf managt und immer wieder diese Impulse zu bekommen. Oder ich durfte ja auch Barack Obama treffen und mit ihm auf einem Event sprechen, dann zu erleben, diese Aura, wie er das macht. Und jetzt halt mit Elon Musk über Hyperloops, wo wir ja bei Hard Hyperloop investiert sind, oder natürlich auch Lilium Aviation, Kraftblock. Es sind ja ähnliche Themen, in denen wir da auch unterwegs sind. Er natürlich auf einer völlig anderen Dimension und als Founder. Ich oder wir mit Freigeist als Unterstützer von Gründern unterwegs, aber das sind die gleichen Themen. Wie kriegen wir die Energiewende hin? Wie machen wir Transportation besser, sodass wir einfach keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen? Und das dann mal mit ihm zu diskutieren. Und er ist auch wirklich dann länger geblieben und sehr ruhig. Es war ein Abendessen, was an Axel Springer organisiert wird. Da auch nochmal wirklich Respekt und vielen Dank. War ein ganz, ganz ja, sehr, sehr hochwertiges Setup. Das ist was das Leben lebenswert macht. Und zum Beispiel hat mich total begeistert, dass er gesagt hat, er mag halt Techno, weil er einfach gerne tanzt mit Freunden und dann merkt er, dass das Leben lebt. Oder halt mit diesem französischen Käse, wo er sagt, natürlich, glaube ich, aus Witz auch, das ist irgendwie die Essenz des Lebens, weil er halt gerade diesen Moment genießt. Und ich glaube, das ist so schön zu sehen, dass er auch das Leben liebt und dass er die Menschen liebt und dass er das machen will. Und manchmal bin ich auch hetzig von Termin zu Termin, weil ich ja auch wirklich einen tollen Job habe, aber auch immer nochmal zu reflektieren und sagen, hey, es geht auch um das Leben und es geht auch darum, dass du genau das jetzt mal erlebst, aktiv und nicht nur von A nach B springst. Und ja, man muss ehrlich sagen, diese ganzen technischen Thesen, also wie ist First Principle Thinking, warum wird jetzt eine Batteriezelle wie produziert, warum wird eine Batteriezelle, wird sie quasi nicht mehr in ein bestehendes Frame von einem Auto dazugetan, sondern wird Teil des ganzen Autos, welche Vorteile hat das, wie entwickelt der Chips, das Dojo Project und so weiter. Das ist ja alles super dokumentiert, also das ist ja auch das Tolle heutzutage. Wir haben ja alle eigentlich Zugriff durch Podcast, tolle Gespräche über AI, aber ist ja immer wieder an anderen Formaten, wo er auch da, jetzt weiß ich es mehr als vorher, auch wirklich 100% authentisch berichtet. Und das ist toll, dass man das heutzutage hat, wenn man einige Jahre zurückblickt, noch so alt bin ich, daher auch die grauen Haare. Das gab es damals bei uns nicht, sondern ich musste Bücher lesen und was auch gut war, aber man hatte gar nicht das Internet, wo auf einmal irgendwie Podcasts oder wo irgendwie diese YouTube-Videos, also wie wir jetzt miteinander hier kommunizieren, ihr könnt eure Kommentare machen, das gab es einfach nicht. Und das ist schon toll auch, dass man zu großen Denkern der Zeit, wie so ein Elon Musk, dann halt wir alle irgendwo einen Zugriff bekommen, der vorher nicht da war und von ihm lernen dürfen. Aber das persönliche Treffen, das Erleben, ist dann natürlich nochmal unschlagbar. Ihr seht schon wieder wahrscheinlich das Lächeln in meinem Gesicht. Es war einfach ein tolles Erlebnis und ich hoffe, dass den ein oder anderen Wegweiser, Champion, Coach, wo ihr hochguckt, dass ihr vielleicht auch mal die Person persönlich erleben dürft. Ich glaube, egal ob es ein Spitzensportler ist, ob es heutzutage vielleicht sogar ein Influencer ist oder
ob es auch ein großer Philosoph ist oder so, wenn man dann die Menschen mal erleben darf. Das ist nochmal was anderes. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch auch so mit mir freut. Das hat mich dann nochmal mehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Also auf bald. Ciao.